Hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks und dann auch noch mit einer schönen neuen Karte, beziehungsweise neu in der Form ist sie ja nicht, aber überarbeitet, und zwar Moor. Also deswegen, Mr. Tomi zeigt uns nicht nur den STA-1, den T8 mittleren Panzer, sondern eben auch noch die Karte Moor. Moor, Moor. Wie oft soll ich noch Moor sagen? Naja, er startet unten rechts. Ihr seht also auch schon die Veränderung an der Form der Cap-Punkte und der Startpunkte. Unten rechts, oben links. Hier ist das Ganze etwas ausgedünnt, nicht mehr so wässrig. Man kann hier nicht mehr absaufen. Die Karte wurde an einigen Ständen rund erneuert. Sind wir mal gespannt, was er uns hier so präsentiert und ob wir dann da auch ein bisschen was von der neuen Karte sehen. Ich fand die Überarbeitung oder finde das ganz gut, dass die Karte überarbeitet worden ist. Auch da hinten jetzt, man sieht hier diese Burg, auch in der Form neu. Die Mitte gibt es in der Form immer noch, aber auch nicht mehr so stark wie früher, sondern da ist auch ein bisschen was begradigt worden. Hier jetzt eben die Stadt, auch ganz neu, die gab es so vorher auch da noch nicht. Dementsprechend hier jetzt nicht mehr so ganz campinglastig, sondern man kann jetzt hier ein bisschen mehr die Deckung suchen und nach vorne rücken. Jetzt hat er hier den Blick auf den WZ und auf den 112er. Das Team rückt hier nach. Man sieht also, er spielt sehr mit Übersicht. Guckt hier, was macht das Team, was macht der Gegner. Hat hier lange und weit rausgezoomt, um das auch alles wahrzunehmen. Aktuell kommt er auf nichts, er sieht nur die Action, die da vor sich geht. Aber er ist auch gut bedient, damit mit dem mittleren Panzer nicht zu viel zu overpacen. Jetzt fahrt er raus. Kriegt er eine vom 112er ab. Und hat hier den Waffenträger vor sich. Ja, holla die Walfee. Einfach oben auf die Kanone schießen, mein Freund. Eigentlich kann er ja im Prinzip überall hinschießen. So, da ist jetzt der WZ 111. Da konnte er schön einen mitgeben. Und das ist jetzt eben der Vorteil, dass man jetzt hier so ein bisschen die Absicherung hat. Der Waffenträger ist jetzt mal raus. Da braucht er sich von vorne nicht mehr zu fürchten. Er fährt jetzt hier weiter, drückt hier jetzt ein bisschen drauf. Oh, jetzt gehen wir aber richtig Gras hier auf die 112 und WZ. So, und jetzt Auto-Aim, aber da ist gerade bisschen zu wenig Spiel gewesen. Und der FCM, der hat, ich wollte sagen, keine Panzerung, aber naja, die Kette langt dann auch. Der FCM sollte vielleicht weniger schreiben und sich mehr aufs Spielen konzentrieren. Er hätte auch ein Bandchen Hits jetzt nicht so abbekommen. Ati hält auch rein, da muss er aufpassen. Tiger P. Da kommt er leider nicht drauf, weil wenn er dann nur die den Turm sehen würde, der ist ja leicht zu durchschlagen, dann kommt er gut drauf. So, jetzt aber. Ja, sehr schön. Dann macht er den Kill klar. So, jetzt kommt der WZ von hinten wieder. Der interessiert sich aber gar nicht für die. Gott sei Dank war der AT auch nur so ein Splash. So. Auch sehr nicht. Bei manchen Spielern würde ich einfach raten, aimt's noch ein bisschen mehr und macht's weniger Auto-Aim. Also in der Situation war Auto-Aim jetzt nicht das Richtige. Jetzt kommt er drauf. Aber auch da kann ich doch aim. Alle Zeit der Welt. So, jetzt der Komet hinter ihm. Aber der sollte jetzt eigentlich nicht das Problem sein, der Siebener.
Wo ist er hin? Da ist er. Da, jetzt ist Auto-Aim absolut. Jetzt war es okay. Aber vorher hat er Zeit gehabt, genug zu aimen. Gegner ist jetzt schon beim Cap. Na, der WZ, sehr schön. Der bietet hier das Helmchen an und der nutzt es aus und gibt ihn eine in die Seite. Jetzt kommt der Jagdpanzer. Da ist Auto-Aim jetzt wieder absolut genau. Zack, schnell. Da kann man es gut machen. Jetzt zum Beispiel würde ich fast wieder selber aimen. In dem Fall war es okay, aber jetzt hat er genug Zeit gehabt. So ein bisschen inflationär, finde ich, mit dem Thema Auto-Aim. So, Turm Nummer 102 ist damit weg. E75 da hinten noch. Gott sei Dank nur mit dem Stockturm. Wobei ich vermute auch mal stark, dass er hier das Thema Auto-Aim bzw. die Auto-Aim-Mod hat. Sehr schön. Seitlich auf dem Helm, da macht es immer am meisten Spaß. Kommt man immer gut und angenehm durch. Da ist er weg. 2600 Schaden aktuell, 3 Kills. Bisschen mehr Kills dürfte er noch machen. Aber da unten hat er noch ein paar niedrigere Gegner. Der 112er hat jetzt gerade geschossen. Sehr schöner Hit. Genau, und ja, jetzt kann er alle Zeit der Welt hier zack auf dem... Ja, genau. Sehr schön. Der FCM da hinten. Warum habe ich jetzt was nicht mitbekommen? FCM Stupid Idiot habe ich jetzt gerade noch gelesen. Hat er irgendwas gemacht? Kam er zu spät? Hat sich deswegen sein Teammate beklagt? So, jetzt fahrt er auf jeden Fall mal in höherer Geschwindigkeit auf den Type drauf. Weil danach sind nur noch die Artis über. Also der Type ist der einzige, der ihn da noch unangenehm daherkommen kann. Ja, ich bin mir ganz sicher, der hat die Auto-Aim-Mod drin, deswegen benutzt das ungewohnt viel. Ja, er hat noch so viel HP. Selbst wenn einer da... Der war spannend vom Type. Da so rauszufahren. Naja, gut. So, jetzt noch die Artis. Und er ist am besten Weg zu den Artis, weil der Cap der Gegner ist hier. Und entweder die stehen jetzt vor ihm oder praktisch da oben auf A3, A4 da die Gegend. Aber ich denke mal, dass hier gleich eine aufgehen wird. Die Poster seht ihr natürlich im Anschluss an das Commentary. Also von dem her nicht abschalten, sobald ich Tschüss sage, sondern schaut noch kurz die 10 Sekunden weiter. Dann seht ihr auch noch die Stats. Kriegt er seinen Krieger noch? Ja, ich denke, da. Oh, nee. Gibt's ja nicht. Nimmt die Art hier den anderen weg. Jetzt noch 2 Stück. Ja, please, Top Gun. Einen würde ich ihm doch auch mal gönnen. Wo sind die Artis? Ja, wahrscheinlich da, wenn er jetzt über den Hügel kommt, spottet er beide, kann ich mir vorstellen. Da ist die erste. 112er. Den ersten Hit. Ah, die trifft, aber Gott sei Dank. Nur in der Form schlimm, dass er trifft. Und der erste Kill und der zweite Kill. Und damit macht er es fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Euer Alcaramba.